Hallo zusammen, weiter geht's mit Horizon Forbidden West. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, was ich tun soll. Ich müsste ja theoretisch noch einen Feuerklauenbeutel mir beschaffen, damit ich dann alle aktuellen Maschinenüberbrückungen habe. Das wäre hier. Oder ich bereise noch ein bisschen die Gegend und suche nach unbekannten Stellen, aber da ist nicht mehr viel. Das meiste habe ich zwischendurch immer erkundet. Ich sehe auch aktuell kein Fragezeichen mehr. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch hier, da ist was Unbekanntes. Ja, aber was soll er sonst noch sein? Donnerkiefer. Hier ist noch eine Hütte, ja, habe ich schon abgeschlossen. Da wäre noch unbekannte Panzerwanderer, aber da wird sonst anders nichts mehr sein. Wenn es irgendwo noch ein Fragezeichen geben würde, wird das angezeigt. Oder ist tatsächlich noch ein Fragezeichen? Ja, das heißt, hier wird wahrscheinlich noch eine Blume oder ja, ich denke mal, eine Metallblume wird hier sein. Das wäre ein Fragezeichen, aber dazu muss ich den Schlängelzahn verkloppen. So, was haben wir uns noch hier am Start? Vielleicht ist es ja auch so, wenn ich gegen die Sine jetzt in den Kampf ziehe und das dann irgendwie gewinne oder wenn das eine mehrstufige Mission ist, ich teilweise gewinne oder den ersten Schritt, wie auch immer, gewinne, dass ich dann eine Waffe bekomme und damit besser gegen die Feuerklaue kämpfen kann. Gut, hier ist noch eine Metallblume. Ja, da könnte ich, kann ich aus Spaß mal gucken, was da ist. Das muss natürlich einmal nah am Feuer sein. Ach, ist gelaufen, während ich am Feuer bin. Cool. Oh, komm, dann reise ich da mal aus Spaß hin. Nach Reinklang. Na, komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da oben ist Reinklang. Wo war jetzt hier die Blume? Da oben. So, das markiere ich mir und da reise ich jetzt schnell hin. Nur mal gucken, was das ist. Was ich auch noch mal probieren könnte, wäre, in alle Städte zu reisen und Dörfer und mit den Jägern und Jägerinnen zu sprechen, ob die eventuell für mich nicht... Ja, da ist die Blume. Ob die nicht für mich diesen Feuerklauenbeutel zum Verkauf haben. Wir reiten eben nach. Wollen wir mal gucken. Das ist jetzt ein... Ja, sieht aus... Was kämpft ihr denn da? Die Maschine... Nee. Wollte ich sagen, die kann ich gar nicht zerstören. Das ist ja eine gutmütige, so. Und wo ist jetzt der Eingang hier für die Bude? Kann ich jetzt durchlatschen irgendwie? Runter kriegen wir auch nicht. Kann ich oben hoch irgendwo? Da, ach so. Na komm. Gucken, was es da oben Schönes gibt. Nein, hier ist Utaro-Land. Der Loot war ja bisher dafür, dass das hier nur, ich sag mal, einfache Bau... Oh, was ist das denn? Einfache Bauern sind. Weil der Loot ja hier eigentlich bei den Utaros gar nicht so schlecht. Den ich so hier hatte. So. Jetzt war nebenan noch ein Feuerglimmer. Müsste ich direkt hinlaufen können. Vorteil ist so ein bisschen bei den Utaros. Oder in dem Gebiet. Die gegnerischen Maschinen sind nicht allzu brutal hier. Aber dafür sind hier meine Special Agents wieder am Start. Ich glaube, die sind hier immer, wenn ich hier langlaufe. Ich glaube, ich bin hier ja schon öfter mal langgelaufen. gelaufen.
auf, Jungs. Ich sag euch. Ich bin die Frau mit dem Speer. Ja, komm. So, noch einer. So. Ach, jetzt sind meine ganzen Utaros alle tot hier? Die ich jetzt retten wollte? Na egal, dann loot ich erstmal ab. Mein armer Utaro ist tot, nein! Ach, die haben hier scheinbar... Komm her, kriegst auch noch einen Speer an Rüssel, mein Freund. Und tschüss. So. Hat sich gerade für dich erledigt. Ach, ein Utaro hat überlebt, perfekt. So, und ich mal uploaden. Das ist ein armer Utaro, den kann ich auch noch uploaden. So. Gut, gibt ein bisschen Zubehör. Da unten war, glaube ich, noch der der Rebellenchef irgendwo. Ne? Der muss hier irgendwo liegen. Das ist ja der schwer gepanzerte Typ gewesen. Wo ist er? Habe ich doch hier. Den habe ich doch hier platt gekloppt. Da unten liegt er, Gott. Ist er so weit geflogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Das ist anders hier. Das ist auf der anderen Seite. Wo ist jetzt der gepanzerte Utaro-Chef? Ach, da hinten liegt er. Gott. Nicht Utaro-Chef. Ich bin verwirrt. Ich meinte natürlich Rebellenanführer. Aber das scheint ja öfters an dieser Stelle zu sein, dass hier Rebellen auftauchen. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, wenn ich hier gespawnt bin. Noch ein toter Otaro-Camper? Gar nicht gesehen. Ach, der liegt hier so im Gebüsch, Gott. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Jawohl. Komm, ein Wildschweinchen. Ich weiß zwar aktuell nicht, es wird hier wahrscheinlich an den Felsen sein. Die Blume, oder? Wahrscheinlich hinterm oder überm Felsen. Ja. Oh, ach ja, hier ist die Drohne. Die habe ich aber schon abgelootet. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier eine... Da vielleicht? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier eine Metall... nicht Metallblume, dass hier Feuerglimmer ist. Wo soll der sein? Hier? Da unten ist er, Gott. Ich war da schon drin in dem Gelände. Ich bin von oben damals da rein. Letztes Mal waren da Maschinen drin, die mir am Sack gegangen sind. Also hat das hier nicht viel gebracht, das Absoluten, ja. Ich bin damals anders rein, Gott. Dann ist das hier erledigt. Dann ist da oben noch eine Metallblume. Das sind ja keine Wege, kann ich zu Fuß gehen. Oder auch nicht. Komm ich hier hoch? Jo. Falls ich noch ein paar Maschinen finde, ist auch nicht verkehrt, denn ich brauche noch dringend Loot. Alles, was ich einsacken kann, ist gut. Ich könnte natürlich jetzt auch mal wieder mit meinem Vögelchen fliegen, aber... Ach, hier habe ich...
das ist wieder ein Felsen, wo ich nur an einer Stelle hochkankert. Aber auch nicht ganz hoch scheinbar, nee. Nur stückchenweise hoch. Warum auch immer man hier nur stückchenweise... Komm, Eloy. Komm mal, Springikowski. Oh, cool. Jetzt bist du abgerutscht. Aber hier kommen wir hoch, doch. Ja, komm doch. Ja, da kommst du doch nicht hoch. Hast du noch nicht verstanden? Na komm, dann gehen wir. Ich wollte hier an der Seite hoch, aber es wird auch nicht funktionieren, oder? Ne. Muss ich ausnehmen, schade. Ich hatte gedacht, ich krieg das einfacher hin. Gut, dann laufe ich ausnehmen. Zack, Bums. Voll dran. Irgendwie hoch. Das ist hundertprozentig hier im Gebirge, die Metallblume. Oben am Berg ist die. So, vielleicht einen Berg weiter. Weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Also sicherlich werde ich hier schon mal gewesen sein, aber kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich war es ganz am Anfang, als ich noch nicht von Silence... Nicht von Silence, Quatsch, von... Aber ja, von Alba im Gewächshaus oder im Treibhaus gelernt habe, ich die Blumen aufmachen kann. Ich meine, hier bin ich schon rumgeturnt. Das ist doch hier dieser Bogen, wo diese eine Utaro-Frau ums Leben ermordet worden ist. Das ist genau das hier. Gut, mag sein, dass ich nicht bis zur Blume... Ja, so weit bin ich, glaube ich, nicht gegangen. So, wenn das dann hier erledigt ist, dann sehe ich mal zu, dass ich mich um die C-Netz kümmere. Darum sehe ich schon... Habe ich da eine Blume oder ist hier auch eine Maschine? Bin mir nicht sicher. Im Augenwinkel. Ah, ist die Metallblume. Mal gucken, das könnte wieder so eine verdächtige Höhle sein. Gehen wir lieber zurück. Nee. Also Höhlen, die so direkt am Berg sind, sind ja manchmal doch gefährlicher Natur. So, jetzt ist ja natürlich weiter bei kein Lagerfeuer. Kann ich höchstens hier entlatschen. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Hier ist auch ein Weg. Aber es scheint, dieser obere Weg scheint der kürzere zu sein. Es wird ja immer der, ja. Der Weg angezeigt, den man am einfachsten zum Feuer kann. Oder zu dem Punkt kann, den man markiert hat. So. Er scheint ja wirklich kürzer zu sein. Und da vorne ist ja auch... Sind schon wieder da, die Willis, das gibt's doch nicht! Das meine ich, die spawnen ziemlich oft. Die Knallerbsen.
Hier ist, wenn ich hier vorbeilasse, nicht gespawnt. Nächster! Oh, Müll! Dann noch. Das ist jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe. Erledigt, so. Ich nehme mal was zu trinken. So, mal gucken, wie viel noch rumliegen hier. Das ist äußerst dubios, dass jedes Mal, wenn man an dieses Schild plus liegt, kommt. Dass dann plötzlich Rebellen aus dem Nichts kommen. Zumal ich ja vor, ich hätte mal gesagt, gut einer Minute hier auch gewesen bin. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass ich jedes Mal die natürlich Loot bekomme. So, jetzt gucke ich nochmal, wo in der Nähe noch was Interessantes sein könnte. Aber ich glaube, in dem Gebiet ist hier nichts mehr. Da habe ich, glaube ich, alles abgelootet, oder? Ich meine, hier ist noch ein Fragezeichen, ja. Das können wir markieren, dann kann ich damit schnell hinreisen. Diese Fragezeichen sind schon ein paar Tage alt. Da konnte ich dann ja leider nicht hin. Zu den Fragezeichen war, die muss man ja dauernd kämpfen. Ich vermute, ich muss irgendwie den Berg hoch, ist meine Vermutung. Ich habe das damals gefunden, als ich mit meinem Vögelchen hier geflogen bin. Also ich vermute, da oben, ja, ich sehe schon, eine Blume ist da oben, ja. Ich komme mich da einfach so hoch. Das ist natürlich ein Berg, wo ich ja nicht so hoch komme, nicht? Ne, ist klar. Ja, super, Eloy. Ist auch kein Berg mit dem, ich glaub, da kommt man hoch. Ich wollte sagen, ist auch kein Berg mit dem Fußpfad hoch. So, komm mal rüber. Komm rüber. Rüber. Hallo? So, kein Bock da umzugreifen. Ja, und da komm doch rüber. Hoch, hoch. Jetzt rüber, komm. Hoch, rüber. Das ist natürlich ganz kompliziert hier, wie man klettern muss. Gott, ist halt so. Und jetzt eine Etage hoch, bitte, komm. Dann
kann ich hier weiter klettern zu der Blume. Gott. Wo ist die Blume unter mir? Na gut. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. So, da ist er. Guck mal, was hier rauskommt. Schön eins. Aha, ich muss weiter klettern. Gut. Also ist dahinter so eine Mini-Höhle oder was? Jo. Auch nicht verkehrt. Gut. Haben wir noch irgendwas mit Fragezeichen in der näheren Umgebung? Ich würde sagen, ich habe alles, zumindest die bekannten Fragezeichen, habe ich alle abgesucht. Ich sehe auch gerade keine Metallblumen mehr. Da wäre noch eine, die kann ich mal markieren. Da könnte ich hinreisen. Ist vorne noch eine Metallblume irgendwo? Oh, oh, da habe ich ja Glück gehabt. Alter. Ich muss mal ein Feuerchen sein. Direkt vor meiner Nase, da ist es doch. Maschine und sieht mich nicht. Gott. So, dann reise ich noch zu dieser Metallblume. Vorher ist keine mehr. Höhle abgeschlossen. Es ist ja auch immer wichtig, dass man die Höhlen abschließt. Denn die Höhle gilt. Oder Höhlen gelten ja erst als abgeschlossen. Ja. Da oder unter Schlupf. Ich glaube, da reise ich hin. Gut. Das markiere ich, da reise ich hin. Zack. Höhlen gelten ja erst als abgeschlossen, wenn man wirklich alles an grün Glanz da rausgeholt hat. Das Areal kenne ich scheinbar noch nicht. Unbekanntes. Ah ne, doch. So unbekannt ist das gar nicht. Jetzt ist die Frage, gehen die mir auf den Draht, die Viecher? Ich laufe hier mal so ein bisschen diagonal rüber. Wobei, die sind nicht ganz so stark mehr gegen mich. Nicht, nicht so wie früher. Früher habe ich da immer hart gegen gekämpft, weil ich ja keinen hier... Habe ich Schwänze nicht abgeschossen? Schade. Wieder eine Maschine, die Kumpels rufen kann. Ich hätte den Schwanz getroffen. Einmal jetzt aber. Der zweite hin, der chillt da oben, Gott. Oh, daneben. Ja. Wieder daneben, was ist das hier? Es dauert eine Weile, bis sie auftaucht. Kann ich noch was abluten, was interessant ist? Ja, den Schweif. Bei dem anderen kann ich den Schweif, glaube ich, nicht mehr abluten. Der ist auch weggeflogen gewesen, oder? Der andere Schweif nicht weggeflogen zufällig? Nee, scheinbar nicht. Gut. Wie
Die brauche ich ganz sicher noch. Also sicher brauchst du die. Vor allem, weil da vorne schon wieder irgendwelche Nasenmaschinen sind. Was bist du denn da? Aha. Ein Plünderer, mein Freund. Kriegst du ein bisschen Strom an der Rüssel. Ach, ich weiß was. Ja, hier war ich damals nicht stark genug, weiß ich noch. Oh, komm. Falschen Pfeil! Nein, den brauche ich! Boah, ich wollte keinen Sniper-Pfeil, der so lange zielt. Was ist hier schön? Ach, so weit ist das geflogen. Oh ne, wollte sagen. So weit sind seine Teile geflogen. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist noch ein Schrotthaufen. Ziemlich viele Schrotthaufen. Den kann ich nicht abloten, Gott. Dann gucke ich mir doch erstmal die Blume an. Schon wieder meine kleinen Krötenfreunde sind schon wieder. Da waren meine kleinen Krötenfreunde. Die gehen mir sowas auf den Sender. Diese kleinen Schreihälse. Die Blume. Sehe ich sie schon? Da oben sitzt sie. Ui. Da sind auch Maschinen. Gut, macht ja auch Sinn. Das ist ja meistens so. Das Maschinen immer in der Nähe. Das Maschinen auch in der Nähe von menschlichen, ehemals menschlichen Verstecken sind. Gut, dann hätten wir das auch. Sonst noch was in der Nähe, was interessant sein könnte. Gehe ich noch einmal über die Map, dann habe ich ja quasi alles abgelootet, wenn ich hier durch bin. Außer es wäre noch irgendwo was versteckt, wo ich noch gar nicht war. Gut. Das müsste ich vielleicht noch rausfinden, was das hier ist. Aber ich vermute, da muss ich gegen Herrn Schlängelzahn kämpfen. Feuerchen muss ja gleich kommen. Mal die 143 Meter zu meinem Feuerchen. Dann gucke ich mal, was da beim Schlängelzahn ist. Für geheimnisvolles Zeug. Müsste ich jetzt aber auch besiegen können, so ein Schlängelzahn. Ohne Schwierigkeiten. Vermute ich mal, dass ich das jetzt mittlerweile kann. Jetzt sind aber wahrscheinlich wieder hier meine. Nee. Die Banditen sind nicht gespawnt, oder? Nee. Ist auch eine andere Stelle hier. Gut, Schlängelzahn, wo bist du? Vorher war nichts mehr, oder? Höhle abgeschlossen. Grau habe ich Areal. Hier unten ist auch nichts mehr. Auch kein Fragezeichen mehr sichtbar. Bist du zufällig das letzte Fragezeichen? Das ist die Frage, wo reise ich hin? Ich glaube, ich reise hier hin.
Muss ich jetzt einmal speichern. 100 paar kaputte Meter. Ist die Frage, ist der Schlängelzahn im Boden? Moment. Schlängelzahn. Ja, es kann natürlich sein, es ist jetzt Nacht. Ja, ich wollte sagen, der kommt jetzt nämlich wieder wie aus dem Nichts, mein Freund. Welcher ist das? Ein neuer Maschinenhandler? Wieso ist das ein neuer? Kurios, dass ich... Das treffe ich denn nicht? Ja, du bist der Beste wieder. Okay, Feuerpfeile. Haut er mich zu Klump her, Abendbär. Boah. Auch stärker als gedacht, diese Mistviecher. Und warum mache ich ja keinen Schaden? Verstehe ich nicht. Muss ich die komische Walze unter seinem Körper direkt kriegen? Und seine Zähne. Wenn ich seine Zähne weg habe, dann habe ich schon ein bisschen was gewonnen. Weil dann verblut. Ja, komm, jetzt gibt es ein paar Stacheln an den Kopf. Gibt's eine geröstete Maschine? Da kommt hier nackt, hier mir interessant. Ich habe die Zähne nicht rausgekriegt. Ich dachte, ich hätte den Zähne rausgeballert. Immer noch nicht die Zähne raus, das gibt's doch nicht. Ja, bist der Beste. Okay, mach mal Feuer. Ja, du. Komm, ich muss noch einen Sprengstachel an den Kopf. Das ist aber kaputt, ja, mein Freund. Freundliche Tinax, gut. Stahlhaube. Guck mal, ob ich den Zahn. Der ein Zahn ist, glaube ich, weggeflogen, habe ich gerade gesehen. Alles guter Loot. Das ist aber eine Riesenmaschine, so ein Schlängelzähnchen hier, Wahnsinn. So, jetzt hat er mich aber von der Blume weggelockt. Vermute, die hat er bewacht. Die muss ja irgendwo sein. Wo ist er denn? Auf der anderen Seite. Da ist er. Den mach ich gleich. Na komm rein. Piek! Piek! Hä? Wie oft muss ich noch anhaben? Hä? Hallo? Alles vorbereitet. Gut. Was ist ein Tinax? Ist das ein Tinax-Soldat? Nee.
Oder wo ist mein Vögelchen hin, was ich abgeballert habe? Da kommt ein Vogel vom da. Oh mein Gott. So. So. Dann habe ich diese Blumen auch erledigt. Vom Stängelzahn scheine ich sonst nichts mehr abgeschossen zu haben. Gut. Dann nichts wie hin zum La. Na. Ich steht hier, glaube ich, das Lagerfeuer. Kann ich auch das da oben nehmen? Ist wurscht. Ich sehe es schon. So, ich will einmal schnell über die Map gucken, ob ich noch was übersehen habe. Dann wäre nämlich alle Metallblumen und alle. Feuerkristalle erledigt. Hier noch irgendwas gar. Dann kann ich mich nämlich als nächstes entweder um die Feuerklaue nochmal kümmern. Oder ich spiele die Mission gegen die Zenets. So, hier sehe ich jetzt aktuell kein Fragezeichen. Ich glaube, hier ist auch kein Fragezeichen, kann ich mir nicht vorstellen. Hier wird auch nichts mehr sein, denn ist ja quasi alles erkundet. Bebezahn muss ich jetzt auch nicht hin. Das Einzige, was ich probieren könnte, was ist das hier für ein Dorf? Ist das hier ein Glimmerwinkel? Da kann ich natürlich nochmal hinreisen. Ob die vielleicht. Für mich, das sind ja Osseram, ob die vielleicht für mich ein bisschen Material haben. Da weiß ich mich noch nicht, sonst bei den anderen Dörfern habe ich, meine ich, überall schon mal gefragt. Das hast du hier im Angebot für mich. Deine Gesundheit ist mein Nee. Rohstoffe? Nee, der hat logischerweise nur Nahrungsmittel. Meine Tränke sind kein Bier, aber sie sind besser. Aber er hier, ist doch mein Freund, ist das doch hier. Den habe ich. Den habe ich doch damals geholfen. Ne, er hat das auch nicht. Explosiver Schlamm. Ja, es ist wahrscheinlich äußerst schwierig zu beschaffen. Schade. Na dann mal ab mit dir. Kann ich was aufrüsten wenigstens noch? Ne. Viel gespielt jetzt. Und auch viel erlootet, aber nicht zum Aufrüsten. Obwohl ich von den großen Maschinen wichtige Teile geholt habe. Kiste kurz umlagern, lagern. Halt. Das ist falsch. Das wollte ich so tun, Gott. So, Klamotten. Er hatte auch Kleidung für mich. Er hat beides, glaube ich, gehabt, oder? Wie war das? Nee. Ja, Avalon hat beides, aber das hat er mir ja schon gegeben. So, Behemoth her. Doch, da habe ich keine Lust auf eine Behemoth jetzt. So, dann gucke ich nochmal, ob ich noch was übersehen habe. Und sonst war es das dann. Ich meine, ich habe alles. Ich kann nochmal gleich in Landfall gucken, ob da noch ein Fragezeichen ist. Ja, gut, das ergibt sich dann hier. Hier unter dem Nebel wird nichts mehr sein. Also ist ja nur Wasser. Was soll da drunter sein? Ja. Den hätte ich noch am Start. Oder ist die Quest jetzt erledigt? Nee.
Ja, Feuerklau. Beutelgewebe, ja. Da müsste ich mich natürlich noch drum kümmern, aber ob ich dazu jetzt Lust noch habe, weiß ich nicht so richtig. Da oben auch noch was? Was war das? Ach so. Ein Panzerwanderer. Gut, dann habe ich natürlich noch hier diese ganzen Nahkampfplätze offen, aber ob ich dazu Lust habe. Eins, ja interessant sein könnte, ist die Nahkampfplätze abzuschließen und dann gegen hier den, wo ist er, das Fortdauern anzutreten, wobei es da auch keine Waffe gibt, gibt es nur Speerschaden und Fertigkeitenpunkte. Dann ist es vielleicht interessanter, die Arena zu nehmen. Es wird leider nicht angezeigt, was man da für Ausstattung kriegt. Das kann ich, glaube ich, nur gucken bei, wie heißt du, Dala heißt sie, vor Ort. So, und hier ist alles aus einem Metallblock und den nehme ich noch mit. Die hole ich mir jetzt noch. Das scheint die letzte zu sein. Gucken, was mich da nerven könnte. Wo ist die Metallblock oben drauf? Ne. Dann ist sie. Dann ist sie da hinten, ne? Postmunition würde gehen. Wie viele von den kleinen Packerbsen gibt es denn hier schon wieder? Das ist irgendwas Größeres, würde ich sagen. Was bist du denn da? Ein Donnerkiefer? Siehst aus wie so ein Donnerkiefer, ja. Dich habe ich jetzt aber keine Lust, bin ich ehrlich. Ich will jetzt die Blume noch holen und dann haue ich hier wieder ab. Tschüssikowski. Aber ich vermute, dein säureaugiger Kumpel da, der lässt. Der lässt mir wieder keine Ruhe, oder? Was bist du denn? Den kann ich scouten? Rotaugen möchte? Das ist ein Donnerkiefer, ist das gut. Ja, und genau dahin muss ich auch noch. Na gut. Oder fast die Richtung. Oh, das ist hier. Was ist denn das? Direkt im oder am Gebäude. Das heißt, ich muss diesen Rotaugen-Heini noch erledigen hier, oder? Wie sieht das aus? Wo ist die Metallblume da drin? Reifpunkt. Oder muss ich den Donnerkiefer verplätten? Ist das hier drin? Kann ich hier rein? Ne, das wäre auch zu einfach. Hat die Kackerbs mich schon. Ruhe. Du hast keine Hilfe geholt, oder? Mein Freund, glaub ich. Hast du Hilfe geholt? Hast du nicht. Ein Schlagrücken noch schlimmer. Obwohl, Schlagrücken habe ich ja schon öfters platt geklöppelt. Frage ist, wo ist hier der Eingang? Wie kommt man ja an die Blume dran? Hier durch? Ne. Doch hier, oder? Hier rein? Hä? Hallo? Ich sehe nichts. Wie kommt man da an die Blume? Ach, die Blume wird vom Herrn Schlachtrücken bewacht. Na, war ja klar. Hätte ich mir auch denken können. Das ist mein Kumpel, ist das jetzt, oder? Ja. Ja.
Geht der jetzt kämpfen für mich? Nee, tut er nicht. Hat keinen Bock. Da oben ist die Blume. Gegen wen kämpft er denn jetzt? Hier ist sowas nicht in Ordnung. Wenn er jetzt gegen mich kämpfen würde, würde ich das ja noch voll einsehen, aber... Diese Stacheln am Rücken gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Ich würde gerne wissen, wo die Blume ist. Ist sie da oben drauf? Ella, wo willst du denn hin jetzt hier? Du Nuss. Toll! Jetzt hat der Doktor mich gesehen, oder was? Wie komme ich jetzt zu der Blume? Ist die da drin? Die ist da drin, aber wie komme ich da hin? Von oben, oder? Komm hoch! Du bist doch ein Haken hier, Mann. Was machst du denn für... Hallo? Ist das eine Blume in der Blume? Was ist das denn? Die Blume... Die ist doch... Die ist hier. Ja gut, das war... Ist die Frage, ob ich da durch das Loch hätte kriegen können. Ist ja mal versteckt gewesen, die Blume. Ja, jetzt komme ich aber nicht wieder hoch, oder? Oder? Ne, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch, muss ich hier hoch, ja, ich wollte sagen, außen. Das müsste dann wirklich das letzte Versteck sein, oder? Blöpp. Mehr ist hier. Schlachtrücken. Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn kämpfen möchte. Keine Ahnung. Bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ich würde sagen, ich verpiesel mich jetzt hier. Komm. Nehmen das Feuer. Ich muss eh noch genug. Oh oh. Stürmer geht ja hier noch. Den kann ich überbrücken, den Heini. Machen wir ein bisschen Aggro, den Herrn Doktor hier. Ja. Mal schnell gucken. Ich meine, das war jetzt alles. Das waren alle. Wie gesagt, hier drunter kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was ist. Gut, ich könnte da jetzt natürlich... Was soll da drunter sein? Oh, ist anders. Komm her. Komm. Dann markieren wir das doch mal hier. Oh, komm. Da waren, meine ich, nur die Schiffe der Quen. Mehr war da nicht. Aber ich glaube, bis zu Ende der Brücke nach San Francisco kann ich auch nicht fliegen hier. Da wird Eloy gleich wieder sagen, oh, hier ist aber Schicht im Schacht. Ich werde mir vorstellen, dass das dahinter erst freigeschaltet wird. Da kann ich ja noch rüber. Mit dem DLC Burning Shores. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Komm, ey, Leute. Hoch mit dir. Ja, also da kommen wir nicht hin. Ich sehe schon, das sind die Schiffe der Gwen. Wundert mich, dass das
neblig ist. Leuchtung hat keine versteckte alte Leuchtung hier. Da hinten erstmal die kleine Insel. Da war ich aber auch schon, wo die Schnappmäuler waren. So, komm, dann markieren wir hier noch. Dann müsste ich alles erkundet haben, was interessant ist. Da wird auch nichts mehr sein, außer dass Leute gleich wieder sagt, jo, ich muss wieder wenden. Sie erlaubt mich, sie erlaubt noch zu fliegen. Ja, ich komme wahrscheinlich gleich die Meldung, dass ich umdrehen muss. Weil es da drüben hochinteressant aussieht. So ein altes Gebäude. Sehe ich da mal geradeaus weiter. Oder was sehe ich da? Ne, da sehe ich, glaube ich, von weitem das Gewächshaus, oder? Was ist das? Ja, ist das Gewächshaus, was ich von weitem sehe. Hier sind die Berge zu Ende, hier geht es nicht weiter. Er fliegt auch schon nicht mehr. Gut. Da ist das Gewächshaus, das heißt, da ist auch nichts Geheimes drunter. Gott. Hätte mich auch gewundert, wenn da... Kann ich nochmal hier das, den Nebel wegmachen, aber da ist auch nichts. Ich glaube nicht, dass hier im Wasser noch irgendwo was super Geheimes ist. Schön weiter. So eine Mini-Insel, kann man noch mal hinfliegen. Aber ich glaube, diese Mini-Insel war die Insel, auf die die eine Rebellin geflüchtet ist, die ich verfolgen musste. Die zumindest... Ja, das ist die Insel, glaube ich. Wo ich zur Rebellin musste. Mehr ist das nicht, Gott. Niemand da. Die Räuberin hat wohl... Ja, wollte ich sagen, die Räuberin... Ja, also hat das auch erledigt, Gott. Ja, gut. Wie gesagt, hier in dem... Gehen da noch hin. Aber da wird dann gleich die Meldung kommen. Das ist mir ja schon mal passiert, dass ich zu nah zu dem Seenetz komme und ich den Schutzschild nicht durchbrechen kann. Ich weiß nicht, ob ich es da bis zu der kleinen Insel da schaffe. Obwohl, nee, da dürfte noch keine Seenet Schutz sein. Hier auf dieser Mini-Insel hier vorne. Die kenne ich gar nicht, diese Mini-Insel.
Dieser Sturm muss doch mal ein Ende haben. Ja, 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 wir kommen nicht weiter. Wusste ich doch. Ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis dahin nicht reisen kann. Ist die Frage, da muss hier irgendwas Interessantes sein, oder? Wenn ich da nicht hin darf. Aber glaube ich jetzt doch dahin. Ah ja, da sind irgendwelche Viecher im Wasser. Und irgendwas Geheimes ist da. Sonst wird das ja unter Wasser nicht leuchten. Was ist denn das? Frost bringt hier nichts. Schnappmaul. Die Maschine wurde für die Kälte geboren. Gut. Das ist hier aber erstmal alles erkundet. Ich werde mal noch. Die Insel ist wahrscheinlich uninteressant. Ne, da bin ich glaube ich schon mal rüber gelaufen. Ja, würde ich sagen. Soll er mich jetzt absetzen und dann reise ich. Dann reise ich in meine Basis und bereite mich auf den Kampf gegen die Sinets vor. Fertig. Und abfliegen. Ach, wollte ich gar nicht. Wer weiß, wozu ich noch Krabben gebrauchen kann. Die waren ja letztens immer so schwer zu beschaffen. Diese Krabbenhaut, die ist ja scheinbar wichtig für alles Mögliche. Ach, diese kleinen Erbsen sind hier wieder. Ja, komm, Jungs. Kann ich denn Material von euch noch gebrauchen? Ihr mögt keinen Strom, ne? Ja. Welcher ist besser? Schock? Boah, die Schockfälle sind euch besser, ne? Ich glaube, ich schieße immer hinter den Hinterteil ab. Dann nehme ich den Abtrennpfeil. So, und dann... So, das sollte die Schaltkreise überladen. So, wir trennen das nicht ab da hinten. Du bist schon mal kaputt, Nick. Oh, die Entfernung stimmt wieder nicht. Muss ich den letzten auch noch plattklöppeln? Der hat doch gar nicht gemerkt, dass ich hier bin, oder? Ist unser Maul weggeschossen?
Gut, dann nehme ich den Loot noch mit. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass es sinnvoll ist, den... die Frostklaue noch kaputt zu kloppen. Ich glaube, das ist vergehen der Liebesmühe. Ich hatte, glaube ich, schon... ich bin mir nicht sicher, 11 oder 12 Frostklauen platt gehauen und nie den Loot bekommen, den ich haben wollte. Und hätten plötzlich her. Bist du auch schon da? Ach, das war ein. Wollte schon sagen, ja. Dann würde ich sagen, es passt ganz gut. Wieder, ich sag mal, eine Stunde nicht rumgedamelt, aber eine Stunde Experimente gemacht. Die Zeit vergeht ja immer schneller, als man gucken kann. Oh. So, hier ist aber nichts mehr, was interessant ist. Einmal hier rübergehen. Ich glaube, das waren jetzt wirklich alle Feuerglimmerstellen, alle Metallblumen. Gott, dann würde ich sagen, ab zur Basis. Und dann kann ich mich morgen um den Kampf gegen die Sinites kümmern oder vorbereiten. Es kann natürlich sein, dass hier die Tilda van Meer mir wieder was erzählt. So, können wir die machen oder so, weil das und das ist. So, du hast nämlich auch nichts mehr, nicht? Du verkaufst, wenn ich auch zufällig. Wenn du weitergehst, verpasst. Nee, der macht nur Waffen und Outfits. Aber auch nichts super tolles. Gut. Ja, Schüssikowski. Dann gehe ich oben in meine Basis. Liefer noch kurz meine Sachen ab, rüste mich auf, so gut es geht. Also das, was ich noch aufrüsten kann. Und dann bereite ich mich auf den Kampf, ja, gegen die Sinets vor. So. Das ist auch nichts... Ne, hat auch niemand ein I über den Kopf. Also, ich muss da jetzt wahrscheinlich weitermachen. Sie sagt, erzählt mir auch nichts. Kotalo wohnt hier drüben beim Schachspiel. Der erzählt mir auch nichts. Sie auch nicht. So, jetzt gehe ich kurz an. Ja, mein Vorrat. Einmal umfüllen. Alle Kategorie auffüllen. Hier ist auch nichts Neues gespawnt. Hier, Elisabeths Anhänger etc. So, jetzt gehe ich noch einmal drüben zur Überbrückung, aber da werde ich nichts überbrücken können. Denn mir fehlt ja, wie gesagt, noch dieses Beutelgewebe. Brauchst du etwas? Nö, ich doch nicht. Nein, das eine Beutelgewebe fehlt mir noch, Gott. Noch einmal an die Werkbank. Ja. Aber das habe ich ja gerade noch alles voll gemacht gehabt, indem ich Beutel aufgefüllt habe. Ja, dann würde ich sagen, dann wähle ich die Quest schon mal aus. Singularität. So. Das heißt, ich gehe jetzt mal dahin, wo früher... Ja, aber. Und dann mache ich da den Cut. Und dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Runde oder Folge hier wieder spawne. Okay. Vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Ja, und das meine ich. Und da bin ich mir nie sicher, was sie meint mit vorher erledigen. Weil ich vermute, es ist die Endmission. Und aus dieser Endmission komme ich nicht zurück, bis ich sie abgeschlossen habe. Und daher war ja die Überlegung, ob es vielleicht nicht sinnvoll ist,
die olle Feuerklaue noch zu überbrücken. Aber wenn ich die bräuchte, dann wäre schon eine Warnmeldung gekommen. Es geht nicht weiter, ich kann auch keine Feuerklaue überbrücken. So, daher mache ich jetzt einen Cut. Sagt danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge und dann geht es hier mit der Mission Singularität weiter.